Janes Promi-Plausch bei Radio Primavera. Und da läuft sie, die 12. Staffel der Musikshow Voice of Germany. Und das mit einigen Veränderungen auf den roten Coachstühlen. Musikurgestein Peter Maffay ist ja neu dabei und Silbermond-Frontsängerin Stefanie Kloß ist zurückgekehrt. Nach ihrem Doppelstuhl 2020 mit Yvonne Katterfeld hat sie dieses Jahr wieder einen Basser ganz für sich allein. Wir sprechen mit ihr. Hallo. Hallo. Wie sieht's aus? Braucht man eigentlich irgendeine Vorbereitungszeit für The Voice? Man kann sich ja gar nicht groß vorbereiten, ne? Wir kennen ja weder die Talents, noch wissen wir, was auf uns zukommt. Also man beschäftigt sich höchstens mal, okay, was sind noch für andere Coaches dabei und wie könnte ich die vielleicht ab und zu mal so ein bisschen, denen so ein bisschen die Talents wegschnappen. Man überlegt sich vielleicht die eine oder andere Aktion. Aber ansonsten lässt man sich tatsächlich einfach da reinfallen und freut sich immer sehr. Also die Blind Auditions sind sowieso das Beste und das Spannendste. Ehrlich, bist du ganz froh, jetzt wieder einen Voice-Stuhl für dich alleine zu haben, alleine entscheiden zu können, für welches Talent du buzzerst? Also es war auf jeden Fall eine spannende Zeit mit Yvonne und es war, glaube ich, für uns beide auch herausfordernd. Wir hatten uns immer mal so gekannt, ne, und gemocht, aber waren noch nie so intensiv zusammen. War das schon eine große Herausforderung, jetzt plötzlich sozusagen als Team agieren zu müssen, ne? Aber wir haben die Herausforderung gerne angenommen, aber ich merke das aber auch jetzt, dass es mir wieder wahnsinnig Spaß macht, ne? Da einfach auch so zu sitzen und mir mein Team zu erbuzzern. Steffi, du hast ja früher schon kritisiert, dass bei The Voice die Männer in der Überzahl der Coaches sind. Jetzt bist du dieses Jahr sogar die einzige Frau unter den Coaches. Wie sieht deine Kritik da jetzt aus? Also ich sage es auf jeden Fall immer wieder, dass ich mir das wünschen würde, dass es einfach gleichberechtigt zugeht und dass wir da vielleicht auch mal Hälfte-Hälfte machen würden, ne? Ich weiß, dass die Bemühungen da sind. Ich weiß aber auch, dass es dieses Jahr überhaupt schwer war, 4 Coaches in diesen Stuhl zur gleichen Zeit zu bekommen, weil wir alle einfach Konzerte von vor 2 Jahren nachholen und auch keiner von uns bereit ist, auch auf nur ein Konzert zu verzichten, weil die Fans einfach teilweise ihre Tickets schon 2 Jahre zu Hause haben. Ne? Also ich werde nicht müde, es immer wieder zu erwähnen und mal gucken, wie es die nächsten Jahre läuft. Ja, schauen wir. Wie kriegst du denn The Voice überhaupt unter, wenn du, wie du sagst, kein Nachholkonzert ausfallen lassen willst? Also für uns ist das klar, für uns standen die Termine da fest drin. Unser Silbermondjahr ist geplant gewesen und dann fragte The Voice und dann habe ich gesagt, du, es gibt die Bandtermine, die sind unverschiebbar. Wenn ich da irgendwo noch reinpasse in euren Terminplan, dann gerne. Und es hat funktioniert. Sag mal, es ist jetzt schon die 12. Staffel The Voice. Braucht man als Talent inzwischen mehr als eine gute Stimme? Vielleicht schon mehr Social Media Skills als früher? Also eine gute Stimme ist das A und O. Also ohne eine gute Stimme nützt dir ein geiler Social Media Account ja auch nichts, ne? Du hast hier die Chance, dich zu zeigen. Und zwar klar mit deiner Stimme, aber natürlich auch deine Stimme zu verbinden mit all dem, was da noch dazu ist. Aber das Grundding bleibt natürlich die Stimme, keine Frage. Peter Maffay ist neu als Coach dabei. Wie hat das die Dynamik unter den Coaches verändert? Es lässt uns seriöser wirken, ne? Peter Maffay hebt das Niveau, hebt das inhaltliche Niveau. Ja? Sonst würde, glaube ich, das die ganze Zeit nur sehr humorig zugehen, besonders zwischen Ray Garvey und Mark Forster. Peter bringt eine sehr angenehme Tiefgründigkeit rein. Er hat aber trotzdem auch einen wahnsinnig guten Humor. Und das Tolle an ihm ist, wenn er was sagt, dann ist es nie zu viel, nie zu wenig und extrem auf den Punkt. Und das finde ich verrückt, das finde ich jedes Mal toll. Naja, ein Spaßvogel wie Mark Forster, seriöser, schwer zu glauben. Ja, es ist tatsächlich, seitdem Peter Maffay neben Mark Forster sitzt, da kommt so ein bisschen Seriosität, schwappt über. Minimal, aber ein bisschen. Was man jetzt auch noch sagen muss, Peter Maffay, ja mittlerweile 72, hat ja einen ganz anderen Musikgeschmack als ihr. Also drückt bei ganz anderen Talenten. Er hat schon bei Talenten gebuzzert, wo ich jetzt nicht gebuzzert hätte. Oder er hat auch nicht gebuzzert bei Talenten, wo ich sage, was ist jetzt los, Peter, warum hast du nicht gedrückt? Hä? Aber so geht's, glaube ich, jedem von uns. So ist es bei Peter halt einfach auch. Und das ist auch gut so. Danke, Steffi, für das tolle Interview. Viel Erfolg weiterhin und viel, viel Spaß bei allem, was du und ihr tut. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Sie kriegt sie alle. Lianes Promi-Plausch. Nur bei Primavera.